Willkommen zu einem neuen Video. Heute reagiere ich auf ein Video von Malternativ. Und zwar mehr dumme Spielzeuge, die verboten wurden. Und ich liebe solche Videos, in denen so verbotene Süßigkeiten, Spielzeuge und sowas gezeigt wird. Ich habe Malternativ natürlich schon abonniert, das Glöckchen aktiviert. Und ich gebe diesem Video noch einen Daumen nach oben. Und ich würde mich natürlich erfreuen, wenn ihr auch diesem Video einen Daumen nach oben gebt und auch diesen Kanal abonnieren würdet, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Aber jetzt kommen wir erstmal zu unserer Liebe-Grüße-Runde. Und damit ganz liebe Grüße an Timmy Asobota, an Jaden, an Lemon the Worm on a String, an Katja K. und an Maria. Ich hoffe, es geht euch gut und ich würde sagen, lasst endlich zum Video kommen. Let's go! Spielzeuge können ganz viel Spaß machen. Spielzeuge könnte ich aber auch ins Grab schießen. Also beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. You don't deserve me at my 13 miles an hour. If you can't handle me at my... Ich könnte immer so ein Auto haben. Spielzeuge sind gefährlich, ja, das wissen wir. Haben aber die Liste noch lange nicht beendet. Pokebälle, die Säuglinge direkt nach Lavandia geschickt haben. Kinderspielzeug, das einfach von römischen Kriegswaffen inspiriert wurde. Oder... Okay. Oder Baby Shark, der dich absticht. Wir gehen heute in Runde 2 der gefährlichsten Spielzeuge, die vom Markt genommen werden mussten, weil die KDA zu gut war. Ein Täter, den jeder kennt? Hoverboards. Keine Sorge, die hat sich gefangen und nichts ist passiert. Ja. Ja, ein riesiger, billig in China produzierter Akku mit minimaler Verkleidung und zwei Rädern kann tatsächlich so eins gefährlich werden. Allein in Amerika rollen Pimart Boarding 30.000 Kinder durch unsere motorisierten Frühstücksbrettchen direkt in die Notaufnahme. In nur 2 Jahren. Und damit nicht genug. Seit Hoverboards 2015 in Regalen erschienen sind, wurden sie glücklicherweise mit der Zeit etwas sicherer. Gerade zum Anfang der Ausbreitung waren Hoverboards... Gefühlt jeder hatte so ein Hoverboard auf einmal. Meine Nichte hat auch, glaube ich, so eins. Ja, sie hat auch so eins. Ich habe auch wirklich einige gesehen, die einfach so auf dem Rücken gefallen sind. Das ist so gefährlich, das ist so gruselig. Ist aber dafür bekannt, plötzlich in Flammen aufzugehen. Und jetzt sind sie nur noch dafür bekannt, manchmal plötzlich in Flammen aufzugehen. Nur manchmal. Aber weil unstoppbare Lithiumbrände und Sensorfehlfunktionen induzierte Crashs in kochendes Wasser nach wie vor an der Tagesordnung stehen, haben Hoverboards auch eine wunderbare Eigenschaft. Die haben es nämlich seit ihrem Release 2015 geschafft, 2016, 2017, 2021 und 2023 zurückgerufen zu werden. Ach du Scheiße. Aber natürlich wundert sich bei einem Hoverboard jetzt niemand mehr über Unfälle. Du rollst halt durch die Gegend und fällst irgendwann mal auf die Fresse. Ist auch nur die E-Version von Skateboard, Rollerblades und Tretrollern. Die wirklich gefährlichen Spielzeuge lassen sich das gar nicht anmerken. Und damit dann, hey Leute, ich bin's wieder, der sich an Toys R Us erinnert, Mann aus dem Internet. Was ist das? Baby Shark ist ja grundsätzlich bekannt, würde ich behaupten. Baby Shark. Hat man schon mal gehört. Dem würde man jetzt auch zutrauen, dass da das eine oder andere Elternteil einer 1200. Runde Dauerschleife verstorben ist. Ohrwurm. Leave me alone! Bei Musik kann man das noch nicht nachweisen. Sehr wohl aber bei riesigen, haifischförmigen Plastikspielzeugen, die Kindern das englische Morgentreatment geben. Ha? Ganz frisch in diesem Jahr wurden nämlich knapp 8 Millionen süße, kleine, gelbe Babyhaie zurückgerufen, die ihre Nutzer mindestens 12-mal krankenhausreif gestochen haben. What? Lessons for getting stabbed. I'm gonna make a license for stabbing Roy. By the Queen. Generell etwas, das unter Spielzeugen... Aber wie? Ich check's jetzt noch nicht. Glaube ich. Das Problem... Die Rückenflossen! Unsere kleinsten Contender in der Kategorie Laufen sind ja dafür bekannt, praktisch alle 5 Babyschritte auch aufs Maul zu fallen. Und grundsätzlich passiert da nicht viel, fallen ja nur einen halben Meter auf Babyspeck. Allerdings wird das problematischer, wenn man den stöpselnden Baby Shark singendes Messer ans Speckbäuchlein klebt. Try me. Ja, okay. Ist kein Aufruf, das ist eine Drohung. Ja, und dadurch kam es dann zu 12 Verletzungen, von denen mehrere mit OPs und Nähten wieder zugebastelt werden mussten. Aber es muss ja nicht immer so offensichtlich sein. Messer sind ja schon eine recht stumpfe Waffel. Wie wär's also mit etwas Unsichtbaren? Hä? Wenn du 2007 auch mal eine Phase hattest, in der du gerne Detektiv gespielt hast, dann bist du jetzt tot. Naja, oder du hast vielleicht nur Krebs. Aber warum? Nun, vielleicht wegen dieser lustigen Spielebox hier. Das von Planet Toys produzierte CSI Forensic Lab, mit dem man sich Haare unter Mikroskop anschauen, Kriminalakten erstellen und Fingerabdrücke sammeln kann, hatte nämlich einen kleinen, aber feinen Fehler in seinem Fingerabdruck Staub. 2007 wurde in dem Staub nämlich über EDG herausgefunden, dass bis zu 7% des Staubs aus Tremolit bestehen. Ja, und das ist der chemische Urstoff, aus dem Asbest gemacht wird. Das ist so fucking Das Zeug, das seit dem 20. Jahrhundert in Häusern genutzt wurde und so viel tausende Lungenkrebse in Krankenhäusern, Bürogebäuden und Einkaufszentren geführt hat, bis es 2000 EU-weit restlos verbannt wurde. Macht sich nicht so gut in einem Kinderspielzeug. Papa. Ich kann mit euch wetten, es gibt irgendeinen Stoff, den wir gerade alle benutzen, der in 20, 30 Jahren oder 50 Jahren als hochgefährlich angesehen wird. Aber jetzt ist es wahrscheinlich noch okay und alle benutzen das. Irgendwann wird es richtig kacke dann für uns alle sein. Papa, steck mal deinen Finger hier rein. Okay.
Resultierend wurde der Asbestkasten dann erstmal aus den Regalen genommen und auf Herz- und Nieren- und Lungenkrebs geprüft und durfte 2008 nach einer Sicherheitsinspektion wieder ins Regal einziehen. Aber nicht alles kann sich zurück ins Regal kämpfen. Irgendwann um 1950 hat sich jemand mal gedacht, wie wäre Darts, aber in groß. Und Rasendarts wurde erfunden. Ja, im Prinzip sind Rasendarts nichts anderes als der weniger runde Bruder von Boule. Zum Spielen platziert man zwei verschieden große Ringe auf dem Boden und versucht dann aus ich weiß, glaube ich, habe es glaube ich schon mal gesehen. Große, bunte Dartpfeile in die Ringe zu werfen. Ich weiß, worauf es hinausgeht. Warum ist das auf der Liste? Die heutigen lustigen Knubbeldart, die man wirft und die eher an Wurfraketen aus meiner Kindheit erinnern, sind nicht das originale Rasendarts. Ursprünglich waren diese Pfeile nämlich wirklich einfach nur 30 cm große Wurfpfeile mit Metallspitze. Tja, was kann da schon schiefgehen? Ist ja nicht so, als hätten die Römer genau diese Bauanleitung literarisch als Kriegswaffen benutzt. Ja, kurzer Mann. Diskurs. Plumbater waren zugegeben beschissene Waffen aus dem spätantiken Römischen Reich und sind im Militärhandbuch Epitomarei Militaris von Vegetius Renatus beschrieben und waren vor allem gegen Pferde sehr effektiv. Damals, was Vegetius da noch nicht wusste, gegen Kinder sind die auch sehr effektiv. Hätte mal auf dem Pokémon-Typendiagramm gucken müssen, da steht Plumbater gleich unter Feuer als zweimal effektiv gegen Nachwuchs. Während es über wenige Jahre zu mehreren tausend Krankenhausbesuchen durch Yards in UVÜ18 Grüppchen gekommen ist, hatte sich 1970 eine Front gebildet, die Yards endgültig vom Markt genommen haben wollte und vor Gericht gezogen sind. Und da war dann am 18. Dezember 1970 das Urteil, warum denn bannen? Ist doch nichts Schlimmes passiert. Lass die Kinder doch ein bisschen wehtun. Ist es nicht jemandem irgendwie ein Arm oder so? 1987 wurde dann die 7-jährige Michelle Snow von einem Freund ihres Bruders mit einem Lawn Dart über einen Double Out Bullseye unter die Erde gedartet. Diesen Vorfall ging das Ganze dann erneut vor Gericht und diesmal wurde dann am 19. Dezember 1988, genau ein Jahr später, der Ban von Rasendarts in Amerika beschlossen. Ich meine, was kann schon Schlimmes passieren, wenn man sich mit solchen riesigen Dartpfeilen bewirft? Ich check die Welt manchmal nicht. Aber nicht, bevor in derselben Woche ein 11-jähriges Mädchen durch einen Rasendarts in Koma geschossen wurde. So als kleiner Reminder. Und wer denkt, die Geschichte wäre jetzt hier schon vorbei? Der hat falsch gedacht. Nur weil der Vertrieb gebannt war und es einen Rückruf gab, heißt das ja noch lange nicht, dass sich jeder Amerikaner einfach zu Morals zu Metallsperre auf Kinderwerfen absprechen lässt. Und so kam es dann 1997 nochmal dazu, dass einem 7-jährigen in Indiana ein Shell-Piercing mit einem Rasenpfeil geschossen wurde. Übrigens sind die auch nur in Amerika und Kanada verboten. Bei uns darf man die theoretisch noch haben. Die coole Version findet man nur natürlich nicht mehr. Wenn also jemand noch so ein Set in der Garage hat, bitte schick. Philips Fontanelle wächst langsam zu, Alter. Die Zeit drängt. Naja, Waterbeats. Nein, nicht Aquabeats oder Bindies. Bindies Nuts! Sondern die lustigen kleinen Murmeln, die sich mit Wasser vollsaugen und eigentlich für Blumenvasen als Deko gedacht sind. Aber sind wir ehrlich, bunte kleine Murmeln, die magisch größer werden, wenn man sie ins Wasser tut. Wer würde nicht als Kind damit rumspielen wollen? Und auf den ersten Blick sind die auch... Aber ich habe mal was ganz Schlimmes gesehen. Und zwar, ein Dude hat auf TikTok das Ganze sogar noch dokumentiert. Er hat diese kleinen Perlen in seiner Badewanne groß machen lassen. Also hat die sind so aufgequollen. Und das waren so viele, die sind dann in den Abfluss weitergerollt. Er konnte die nicht mehr rausholen. Die waren dann im ganzen Abfluss, in der gesamten Nachbarschaft. Und niemand könnte mehr auf Klo gehen. Die mussten außerhalb ihres Hauses auf Klo gehen, weil der ganze Abfluss, die ganze Kanalisation war voller Perlen. Das ganze Wasser, überall, aus dem Klo, überall kamen diese Perlen raus. Ich weiß nicht, ob es echt war, aber er hat das ja alles dokumentiert und man konnte das sehen, dass das aus dem Klo und so rausschwillt und so. Also, das war wirklich krass. So dumm auch. Auch recht harmlos. Wow. Non-toxic. Auf den zweiten Blick sind sie es dann aber nicht mehr. Vor allem, wenn man die chronische orale Phase von Dreijährigen mit einbezieht. Dadurch kommt es nämlich regelmäßig zu Fällen, in denen Kinder die winzigen Pärchen gefuttert haben, die dann nach einer Weile nicht mehr so winzig waren. Hier mal als kleines Beispiel. So sehen die Bällchen klein aus. Und das ist dieselbe Menge Bällchen in groß. Habe ich nicht genau nachgezählt. So weit gehe ich für euch. Und das macht sich jetzt nicht ganz so gut in einem Säuglingsmagen, könnt ihr mir glauben. Good parenting. Aber nicht nur die offensichtlich öfter auftretenden Fälle von verschluckten Waterbeats gibt es, sondern auch ein paar besondere Extras, sonst wird es ja langweilig werden. So gab es diverse Ohrenprobleme, weil sich die Zwerge unwissentlich die Mini-Murmeln ins Ohr platziert haben und diese dann über die Zeit größer geworden sind Kinder, und dann erst erkannt wurden, als die Trommelfälle gepuppt und zu Taubheit geführt haben. Warum hat das kein Arzt gesehen? Naja, weil die Perlen ja auch durchsichtig kommen und wenn du dann mit deinem Ohr rein Kokoskop da drauf schaust, dann siehst du das nicht. Gutes Design. Der Preis für die unglücklichste Einverleibung eines Orbis geht dann aber an einen Jungen aus Texas. Der hat es nämlich geschafft, eine Aquabeat in seine Lunge zu platzieren, wo die Murmel dann gewachsen ist und das untere Viertel seines Lungenflügels luftig verschlossen und so zu einem
Urlaubsparadies für Pilze und Bakterien gemacht haben. Oh, njam, njam, njam. Und bis das erkannt wurde, ist ja nur ein ganzes fucking Jahr vergangen. Toll. Aber jetzt kommt erst der Knüller. Okay. Wusstet ihr, dass die Kügelchen... Ich habe jetzt Angst vor diesen Kügelchen. Ich will sowas nicht einatmen. Die wir heute haben, schon die verbesserte Version sind. Underwater Balls gab es nämlich bis 2012 sehr viel größer werdende Versionen davon, die dann nicht am Ende so groß waren, sondern so groß. Hol das mal aus dem Dünndarm raus. Aber damit nicht genug. Die waren nämlich nicht nur rund wie heute. Die hatten die Form von Früchten und Gummibärchen. Und Mensch, wie konnte es da nur dazu kommen, dass die gefressen werden? Naja, also oh mein Gott, das ist ja richtig dumm. Mystisch. Aber ja, während die Form von Waterbeats inzwischen verboten natürlich ist... Natürlich essen das Kinder, Bissung wenn voll. Es aussieht wie Gummibärchen. Und mit den nach wie vor steigenden Zahlen von Unfällen, mal gucken, wie lange noch. Hat in Frankreich ja auch gut funktioniert. Ja, das meine ich. Den Dude meinte ich. Den, der ist so dumm. Der hat dann so geheult und so. Und dann kam die Polizei und so. So blöd. Ach, Scheiße. Nein. Wenn wir schon bei Bällen sind, ihr habt euch doch bestimmt gefragt, wo sind die Pokéballs? Die sind, beziehungsweise waren, bei Burger King als Spielzeug zum Kindermenü dabei zum Release vom ersten Pokémon-Film. Pokémon. Ihr wisst schon, der, wo alle weinen und es mega cringe ist, aber es ist der beste Film. Die Pokébälle kamen in unterschiedlichen Farben mit unterschiedlichen Monsterchen zum Sammeln und es ist Pokémon natürlich in die Weg. Was war das Problem? Es sieht doch bis jetzt alles voll nice aus. Dass keiner bei BK eine Sache berücksichtigt hat. Menschen sind dumm. Und auch wenn die Pokébälle nicht für Kleinkinder geeignet oder vermarktet wurden oder auf der Verpackung standen, haben mehrere Familien ihren Frischlingen die Dinger in die Hand gegeben. Was soll da schon passieren? Naja, nachdem mehrmals Ersticker eingesetzt wurde und sehr effektiv war, weil Kinder alles in den Mund nehmen, musste Burger King die traurigste Rückrufaktion der Spielzeuggeschichte starten. Burger King and the US Consumer Product Safety Commission want you to know about the voluntary recall of this Pokemon Pokeball. The ball may pose a suffocation hazard to children under 3. Throw the ball away or return it to Burger King. The safety of your child is of the utmost importance to us. Gar nicht gruselig. Dafür gibt's einen eigenen Wikipedia-Eintrag und das alles nur, weil nicht Vorsicht, man erstickt, wenn man nicht atmen kann, weil einem die Plastikscheiße im Hals steckt, auf der Verpackung stand. Amerika. Oh Gott, aber da müsste man hier nicht nur diese Pokémon-Dinger bannen, sondern auch die ganzen Kinder-Surprise-Eggs-Spielzeuge und so weiter. Damit bin ich auch wieder raus, Leute. Ich werde nämlich jetzt erstmal schauen, wie ungefährlich Hasbros mit Stacheln besetzte Wakanda-Hart-Plastik-Faust für das durchschnittliche Gesicht ist. Ich will diese Handschuhe jetzt haben von Wakanda. Während die noch da sind, ich hole die mir. Ich will das auch testen, ob das so gefährlich ist, ne? Okay, Leute, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es ist, dann abonniert auf jeden Fall meinen Alternativs-Kanal und abonniert auch diesen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich würde mich natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen. Ja, würde ich wirklich sehr. Und sonst würde ich sagen, habt eine wunderschöne, produktive Woche. Passt auf euch auf. Schluckt keine diese Obis-Teile und versucht die nicht einzuatmen, weil gefährlich. Und ja, bye-bye.